Hallo und Certainly. willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir können nach Stolwart zurückkehren. Ein Kopfgeld abgeben, die Sache mit dem Kind abgeben. Dann gucken wir weiter. Ich glaube, dann hole ich das Schwert mal. Und wir ma also die tolle Klinge da, den Panzerbrecher für Kanna. Und dann werden wir ein paar Sidequests machen. So, also die Mutter müsste irgendwo noch hier in der Mitte geistern. Möge Ondra dich segnen, meine Mila ist zurück. Roses, Reuses vom Wind gepeitschtes Gesicht ist aufgeglüht, ihre Augen sind rot. Und ich werde dieses Mädchen eine Woche lang nicht aus den Augen lassen. Sie blickt zornig zu Mila hinab und räuspert sich laut. Mila macht ein paar Schritte nach vorne und sagt, wie auswendig gelernt: Tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereitet habe. Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast. Ich verspreche, dass ich nicht wieder davonlaufe. Sie blickt zu ihrer Mutter hinauf. Als Reus nickt, gibt Mila dir eine Handvoll warmer, verschwitzter Münzen. Lass mal gut sein, behalte dein Geld. Mila blickt zurück zu Reus, die nickt. Danke, meine Dame. Das Mädchen steckt die schmutzigen Münzen ein, blickt dich aber immer noch nicht an. Als Reus jedoch wegblickt, um mit jemand anderem zu reden, blickt Mila dich schüchtern an und flüstert: Danke, dass du meine Freundin nicht getötet hast. Ich habe im Wald eine Blasenmütze gefunden. Bei den Wurzeln, die aussehen wie Drachenschwänze. Ich wollte sie anziehen, aber sie war zu schwer. Sie blickt zu Reus, die immer noch abgelenkt ist. Aber du kannst sie haben, wenn du willst. Sie liegt immer noch bei den Wurzeln. Bei den Wurzeln, die aussehen wie Drachenschwänze. Okay. Das machen wir mal ein anderes Mal, wenn ich geguckt habe, wo genau das sein soll. Weil ich habe jetzt keine Lust, hier wie wild rumzusuchen. Also ja, es könnte in der Senke sein. Es könnte aber auch wirklich im Rotwald drüben sein. Aber erstmal geben wir hier Quest ab. Suchst du Arbeit? Bei uns gibt es im Moment einiges zu tun. Der erschreckende Weißstein, die Senke ist Geschichte. Schön, dass das vorbei ist. Ein Jammer, dass wir so viele Leute verloren haben. Aber nur zumindest können wir jetzt Arbeiter losschicken, um die Lawine zu räumen. Hier hast du die versprochene Belohnung. Kopfgeld abgeschlossen. Steuern eingetrieben. Also ja, ich werde immer was an Banditen verlieren. Eder kehrt zurück. So, letztes Level up für Durenz. Ja, was mache ich mit 4 Punkten? Also ja, ich könnte ihm stattdessen Wissen geben und die Heimlichkeit so boosten. Wird wahrscheinlich sinnvoller sein. Bonuszauber der zweiten Stufe vielleicht. So. Gut. Damit ist es jetzt mein gesamtes Gespann hier auf Max-Level. Ja, die Palisade hier sieht auch wieder gut aus. Da war ja ein Riesenloch drin, was von den Ogern gerissen wurde. So, Langsichtfälle jetzt erstmal.
So, hier gibt es definitiv keine Wurzeln, die wie Drachenschwänze aussehen. Jetzt bin ich aus Versehen in den schnellen Modus gegangen. Hier gibt es nur die tolle Höhle. Und das verfluchte Schwert für Kanna. Und ja, den Drachen erledigen wir, sobald wir Eder wieder haben. Yes. So, Kanna, dann versuch mal dein Glück. Die Gegend untersuchen, zu dem Possess gehen, die Waffe. Kanna befehlen, die Waffe zu ziehen. Kanna duckt sich unter dem eiskalten Wasserfall und atmet scharf ein. Zitternde Atemzüge hallen in der kleinen Kammer wieder. Das herabfallende Wasser zeichnet Muster auf die Klinge, als Kanna sich ihr nähert. Kanna ergreift das Heft. Der Hass, die Furcht und die Gewalt von einem Dutzend wahnsinniger, fieberhafter Stimmen erfüllen den Verstand von Kanna. Kanna wird von einer Welle mentaler Schmerzen übermannt und erzittert bei dem verzweifelten Versuch, die Stimmen abzuwehren. Angestrengtes Ächzen und schmerzvolle Rufe hallen durch den winzigen Raum. Weiter festhalten. Kanna behält das Schwert fest in der Hand mit vor Anstrengung zitternden Armen. Schließlich gewinnt Kanna trotz der lärmenden Stimme ein gewisses Maß an Kontrolle zurück. Gerade als der Atem von Kanna sich beruhigt und die Kakophonie von ihr nachlässt, wird jedoch der Arm von Kanna nach vorne gezogen. Es fühlt sich plötzlich an, als würde Kanna eine schwere und schmerzhafte Last tragen. Kanna könnte den Panzerbrecher vermutlich herausziehen, aber das erfordert Vorsicht und Anstrengung. Die Klinge inspizieren. Die Klinge ist aus edlem, robusten Stahl. Kanna betrachtet sie näher und sieht einen Teil des Gedichts als Inschrift der Klinge. Des Verräters Schicksal ist zu schlafen ohne Ruhe und Rast, weil doch das Wissen seiner Tat sein Herz schwer belast. Echte Reue aber löst die Fesseln, löst Grams Seil. Gutes Handeln rettet vom Schafott ihn und vom Beil. Gegen das Podest stimmen und den Panzerbrecher herausziehen. Kanna stellt sich breitbeinig auf das Podest, um mehr Hebelwirkung zu haben. Den Panzerbrecher aus dem Stein ziehen. Kanna bearbeitet den Panzerbrecher etwas und kann ihn dann ohne große Mühe herausziehen. Als Kanna aber versucht, den Panzerbrecher loszulassen, bleibt er in der Hand von Kanna kleben. Etwas in der Waffe umklammert die Seele von Kanna und bindet sich an sie. Auf der Klinge leuchtet eine Inschrift. Ein neuer Vers ist erschienen. Finde den Wirbel von Kupfer Adra Stein, erwecke deine Essenz, willst reumütig du sein. Das Wirbel von Kupfer, Adra und Stein, das klingt halt wirklich nach Silantlis, wo wir angefangen haben. Da wurden wir ja auch erweckt, also da wurde unsere Seele erweckt. Das ist eine lange Reise bis nach Silantlis. Aber wir machen das jetzt einfach mal, bevor wir uns um die anderen Sachen kümmern. Weil dann können wir auch das Kopfgeld einstreichen. We'll fare better if we get some sleep. Und ja, wir können mit der Maschine interagieren. Der Panzerbrecher scheint zu summen, als er sich der vegetarischen Maschine nähert. Plötzlich bildet sich ein Bogen zwischen der Stahlklinge und dem Adlerkern des uralten Geräts. Die Stimmen in dem Panzerbrecher werden leiser und die Waffe fühlt sich mächtiger an. Neue Inschriften erscheinen auf der Klinge. Neue Verse. Auf sonnigem Hügel, da ruhen der toten Gebeine. Raste neben dem faulenden Fleisch und achte auf deine Träume. Sonnigem Yes. Hügel, tot. Da fällt mir jetzt nur Erbhügel ein. Also Erbhügel oder der Esternwald? Probieren wir es erst beim Estern. Beim Esternwald ist auch ein Hügel mit einem Friedhof. Aber explizit Hügel hat nur Erbhügel im Namen. Ist nur die Frage, ob der Erbhügel sonnig ist. Und ja, Kanna ist erschöpft durch das Herausziehen des Schwertes. Okay, Zahltag ist in Ordnung. Wie gut ist denn eigentlich die Klinge jetzt? Gut, gewährt Talent Geister verlangsamen.
Okay, hier ist halt der Hügel. Also der Friedhof. Im Esternwald. Das einzige andere wäre, wie gesagt, der Erbhügel, was mir so einfällt, mit einem Friedhof auf einem Hügel. Ich habe hier sogar was übersehen gehabt. Eotasische Kriegsmagierin, aber die war leer, okay. Interesting. Aber nee, wenn wir nicht wirklich rasten müssen, dann ist es hier schon mal nicht. Dann versuchen wir wirklich mal den Erbhügel. Also irgendwo hier auf dem Friedhof wahrscheinlich. Ich halte mal Tab gedrückt, damit ich sehen kann. Oh, hier drüben. Ja, toll, das ist die Tür. Aber nee, da rein muss ich doch nicht, oder? Bell. Also nee, nicht hier drin auf jeden Fall. Wobei es halt so klingt, als ob ich einen Sarg anklicken müsste. Weil es geht um jemanden, der zur Ruhe gebettet ist. Oder ich muss rasten. Das wäre aber komisch. Anscheinend hat jemand das Familienwappen dieses Mausoleums mit dem Hammer geschlagen. Okay. Dann gucken wir mal in das Mausoleum. Wenn nicht, habe ich gerade echt ratlos und müsste nachgucken. Aber auch hier nichts, oder? Nee. Na, lass mich mal kurz nachgucken. Und ja, ich weiß, wenn ich im Wiki gucke, ist, also wenn ich nachgucke, ist das, ist das ein bisschen geschummelt, also nicht mehr blind, aber manchmal sind auch die Übersetzungen ein bisschen seltsam. Okay. Gut.
Es ist tatsächlich im Esternwald auf dem Friedhof Rasten.